man nicht alleine ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann zu merken, dass wir tatsächlich Unterschiede haben, aber uns diese Unterschiedlichkeit auch enorm reich machen kann. Das heißt, geht dadurch, und da hat es ein Buddha mal sehr schön gesagt, er hat gesagt, wir Menschen, wir sind doch wie unterschiedliche Fische. Du siehst ganz anders aus und du siehst anders aus und ich aussehe. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, dass meine Schuppenfarben, meine und meine Schuppenfarben ja anders sind, dann kommen wir nie zusammen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass du und du und du und ich alle zusammen Wasser brauchen zum Leben, dann kommen wir zusammen. Weil wir stellen wir fest, dass wir die gleiche Mutter haben. Und dann ist auch bloß, wie wir aussehen. Und macht uns reicher. Lass uns trotzdem zusammen was aufbauen. Denn die Frage ist, warum sollte man was aufbauen? Das kannst man nicht so auffragen, weil ich meine, wenn man sich mal umschaut, also ich habe schon Orte auf der Welt gesehen, die sehen schlimmer aus als hier, wirklich. So, ich meine, wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben Infrastruktur, wir haben irgendwie Wärme zu Hause, weil wir die Heizung andrehen. Aber irgendwie gibt es ja trotzdem diese Splitter im Kopf. Denn überlegt mal bitte selber in eurer Schulzeit, wie viele Unterrichtsfächer hattest du, wo du Gedachtes gelernt hast? Wie viele Unterrichtsfächer hattest du, wo du Denken gelernt hast? Nur mal ein ganz simples Beispiel, nehmen wir mal Speed Reading. Ja, Speed Reading ist eine Technik, mit der man eine Lesegeschwindigkeit von 600 bis 1000 Wörtern pro Minute lesen kann. Das ist dann eher wie ein Film gucken. Guckt bei YouTube, ich habe das auch gelernt. Das ist zwar Übung, ja, aber nach ungefähr 2 Stunden üben kann man das. 2 Stunden. Also würde man Kindern das beibringen, kleinen Kindern, würde man denen so Lesen beibringen. Was meint ihr, was die alles an Büchern lesen? Da haben die Bibliothek von Alexandria Lebzeiten durchgelesen. Also, Leute, krass, wenn wir das kombinieren würden mit Memotechnik, also gehirngerechtem Lernen, ja, so welches dieser humanoide Säugetier, was wir Menschen sind, hat ganz, ganz tolle Eigenschaften im Neokortex, in der Großhirnrinde. Wenn man die nutzen würde, meine Güte, das hätten wir Kinder, meine Güte. Das haben wir jetzt nicht alle erlebt. Ich meine, das liegt ja nicht daran, dass wir das nicht können oder dass wir dumm sind. Das liegt daran, dass wir uns nicht ordentlich... Das ist das Problem. Man hat uns unterrichtet. Wer will seine Kinder unterrichten? Ich will meine Kinder aufrichten. Das ist ein Riesenunterschied. Unterrichten, aufrichten. Eine weitere Sache, die einem eventuell auffallen könnte, ist, dass Lebensmittel sind dafür da, weil sie Leben vermitteln. Ja? Wie viel Leben vermittelt ein gefoltertes, vergiftetes, getötetes Tier? Wie viel Leben vermittelt das noch? Es gibt so viel Essen, es gibt so viel Wasser, die vergiftet sind. Luft wird immer dreckiger, die atomaren Level reichen immer höher. Ich meine, da muss man kein Genie sein, um das festzustellen. Man muss einfach nur mal den Körper fragen, was der das so findet, McDonald's oder sowas. Da wird, ich glaube nicht, dass ein natürlicher, gesunder Organismus sagt, das feiert der. Glaube ich nicht. Also wenn man hinschaut, wenn man mal die rote Pille nimmt, dann stellt man fest, dass auch im eigenen Leben, im eigenen Wohnzimmer es genügend Gründe gibt, endlich aktiv zu werden. Die Frage ist ja jetzt, möchte man noch betonen, dass eben nicht alles schlecht ist. Es ist nicht so, dass auch dieses kapitalistische System nur schlechte Sachen gemacht hat. Die haben auch gute Sachen gebracht. Und wir sollten manchmal berücksichtigen, auf welchem Niveau wir klagen. Also, ich weiß nicht, wer von euch gerne in Saudi-Arabien geboren wäre oder Nordkorea, ja? oder Somalia. Also, da haben wir ja echt, wir hatten 70 Jahre Frieden in Zentraleuropa. Dadurch hatten wir Zeit und Möglichkeit, Demokratie zu lernen. Ob wir es alle gemacht haben, ist eine andere Frage. Aber wir hatten die Möglichkeit dazu. Wir haben das Internet, wir haben jeder hat einen Internetzugang. Das heißt, Systemkritik ist durchaus angebracht. Aber es ist niemals eine Entschuldigung für mangelnde Selbstverantwortung. Wenn das eigene Leben schlecht ist, hat das nicht mit dem Geldsystem oder einer Regierung zu tun. Das ist, jeder ist das eigene Glück geschmied. Und du hast auch die Kraft, dein eigenes Leben unfassbar geil zu machen, dieses Leben zum Abenteuer zu machen. Das liegt nicht an einer Bank, da brauchen wir für nirgendwo eine Entschuldigung. Wenn es ein Außenproblem gibt, ja, lass uns zusammen was machen. Wenn dein Leben ein Problem ist, glaube ich an dich, schaffst du selber. So, Frage ist jetzt, wie könnte man jetzt was machen? Ne? Also ich glaube, es fängt mit Selbstverantwortung an. Und auch da möchte ich wieder eine Semantiker raushängen lassen. In dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Die Frage ist, wenn wir selbst uns keine Antworten geben können auf die großen Fragen im Leben, können wir auch keine Verantwortung übernehmen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, was sind denn so für mich
so Antworten für mich wichtig waren. Vielleicht empfindest du dir auch Freude und Gefallen daran. Ich möchte das verwenden, ein Beispiel, wieder vom guten Onkel Buddha, den ich für einer der ersten Quantenmechaniker dieser Erde halte, by the way. Der Gute, der meinte, dass in jedem menschlichen Herzen ein Pfeil steckt und dieser Pfeil lässt den Menschen leiden. Dieser Pfeil steckt aber im Unterbewusstsein, deswegen sagt er nicht immer konkret, hey, hier bin ich, sondern ist subtil und äußert sich in vielen verschiedenen Formen und Farben. Dieser Pfeil äußert sich in zwei großen Illusionen. Einmal in der Illusion von einem Selbst und in der Illusion von Tod. Nun, egal welches Glaubenssystem du pflegen magst, aber irgendwo leben wir ja alle in einer 3D-Welt, ja, und in dieser 3D-Welt gibt es auch physikalische Gesetze. Und eins davon ist zum Beispiel der Energieerhaltungssatz. Dein Leben ist Energie. Dieses Universum ist ein abgeschlossenes System. Ergo ist dein Leben ewig. Das ist keine Verschwörung, das ist einfach logisch. Dein Leben ist auf jeden Fall schon mal ewig. Das heißt, keine Angst vor Tod, weil danach kommt hier was. Und wenn man wirklich sich dafür interessiert, sich dafür öffnet, der Mensch ist der heilige Gral. Das Wort Gral kommt von Grasal, das heißt Gefäß. Und das Wort Gradal, das heißt Wissen. Wir sind also beides. Wir sind Gefäß und wir können Wissen speichern. Aber erst müssen wir uns dafür öffnen. Wenn wir uns dafür öffnen, ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dann wirst du auf einmal feststellen, dass diese Gefühle von wegen irgendwo erkennen wir uns, ja? Irgendwo haben wir uns schon mal getroffen, aber nicht in diesem Leben. Dass diese Gefühle auf einmal ziemlich viel Bedeutung bekommen und da, ne? Also was da so passiert. Eine weitere Sache ist zum Beispiel das Global Consciousness Project. Seit 1999 misst die Princeton University das globale menschliche Bewusstsein. Sie können nicht die Inhalte messen, sie können die Intensität messen. Das würde nicht existieren, wären wir nicht alle miteinander verbunden, wären wir nicht alle eins. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Auch das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, man kann dieses Universum zurückrechnen. Wir waren mal ganz, ganz klein, dieses Universum. Wir können nicht immer, also nicht komplett bis nur rückrechnen, aber immerhin ziemlich weit. Und da waren wir wirklich alle eins. Und als wir auseinandergestoßen sind, haben wir uns zwar physisch voneinander getrennt, aber das war doch nur eine Ebene, das war eine Ausdrucksform davon. Auf der anderen Ebene sind wir die ganze Zeit verbunden geblieben und von Anfang an bis jetzt. Und immer noch. Und immer noch. Also immer. Also diese Verbundenheit, diese Eins-Erfahrung, und das ist keine Sache, die man eigentlich, ich habe das jetzt erklärt, aber eigentlich ist es eine Offenbarung im Leben. Es ist, wenn es nicht wirklich gefahren wird, dann ist es wenig authentisch. Aber diese Erfahrung von all eins und Erfahrung von wir sind so miteinander verbunden und mein Leben ist ja ewig, das war ganz, ganz wichtig für mich. Eine weitere Erfahrung, die ich hier vor allem mit diesem System schmerzlich machen musste, war, dass mir, genau wie jedem anderen Lebewesen, alles zusteht, was ich glaube, für meine Entwicklung notwendig ist. Die Natur erschafft immer in Fülle. Eine Blume, schau dir eine Blume an, geizt die rum? Würde ein Baum jemals fragen, von wegen, hey, du brauchst du dieses Stickstoffatom? Das fragt doch nicht. Ich nehme das, wenn ich das brauche und wenn ich was habe, gebe ich es. Ich nehme, was ich brauche, ich gebe, was ich habe. So läuft die Natur. Und die Natur schafft immer in Fülle. Also steht mir alles zu, was ich für meine Entwicklung brauche. Das ist ganz wichtig. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das muss man sich auch immer wieder mal sagen, von wegen, du bist wertvoll. Bist du. Du hast die Schätze des ganzen Universums in dir. Also bitte, bitte, bitte zweifel nicht dein Wert an. Okay. Ja. Okay, eine weitere Sache, die ich wichtig fand zu erkennen, war, dass Gedanke erschafft. Gedanke erschafft. Das heißt, es kommt immer, immer, immer erst der Gedanke und dann die Erfahrung. Niemals andersrum. Niemals andersrum. Auch das ist wichtig. Wenn wir bewusst sind, dass Gedanke erschafft und, wir machen knapp 50.000 Gedanken pro Tag, also nach den empirischen Psychologen, also sehr viele. Und die meisten davon machen wir gar nicht bewusst. Das heißt, wir sollten sehr, 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 sehr vorsichtig darauf achten, was wir denken. Es fängt wirklich immer im Gedanken an. Also, wenn irgendwas im Außen schief gelaufen ist, vielleicht gab es irgendwo eine Gedankenkette, die am Anfang nicht genau deinem Wesen entsprach, sondern irgendwas anderes war. Oh, genau. Eine Sache habe ich aufgeschrieben, die ist schön. Hier, gnostische Texte, hier wurde es eben schon erwähnt. Die sind der Hammer übrigens. Ich empfehle sie sehr zu lesen. Es gibt gute Gründe, warum man die verbrennen wollte. Und hat. Jetzt gehe ich gerade jetzt mal
die gnostischen Texte. Man weiß mittlerweile, auch da schon wieder, keine Verschwörung, es gibt 33 Evangelien, die haben bis heute gefunden. Es gibt sicher mehr gewesen, aber die wir gefunden haben, Archäologen archiviert haben und benennt haben, gibt es 33. So, dass 4 zensierte Evangelien in der Bibel stehen, auch dafür gibt es einen guten Grund. Ja, also, der Thomas, ne, der liebe Bruder von Jeschua bar Josef, den man auch mal Jesus nennt, der sein Bruder, der Thomas hat gesagt, Glaube versetzt Berge. Und das steht auch in der Bibel drin. Er sagt aber auch, wie man das macht. Und das steht nicht in der Bibel drin, das steht in der Verprüfung drin. Das kann man aber auch nachlesen. Nun, er sagt noch Folgendes. Der Typ sagt, wenn der Gedanke ohne versteckte Motivation mit dem Gefühl im Herzen zusammenkommen und Frieden miteinander machen, dann sagt er zum Berg, beweg dich und der Berg bewegt sich. Geht es beim Parlament da? Geht es beim Parlament da? Das geht beim Parlament auch, ja, sogar. Absolut. Ja, bitte. Also ich glaube, wichtig ist auch zu sagen, dass diese Berge, ne, oder der Sieg, für den Drachen besiegt, ich glaube, das sind halt innere Berge, das sind innere Drachen. Ne? Also, da muss man auch die blumige Sprache dazu stellen. Aber immerhin, ich meine, also an sich will ich gegen das Gebäude auch gar nichts machen, ich würde es gerne mit anderen Inhalt füllen. Ja, genau. Und ihre Gehirnträger zu Gehirnnutzern machen. Naja, aber das ist halt wichtig. Hier oben kommt der Gedanke. Und hier unten kommt der Wille. Und im Herzen kommt zusammen und da kommt die Schöpfung raus. Und meine so die letzte Sache, die ich wichtig fand zu erkennen, also eine Antwort für mich gebildet hat, bevor ich jetzt konkret dann wieder zu dir komme, ist, dass mein Leben, also jedes Leben, existiert parallel in sehr vielen verschiedenen Welten, Räumen, Dimensionen von Sein. Also das Leben ist viel vielschichtiger als eben dieses 3D-Geflecht hier. Das gibt Sinn, Schnur, die Bombe, die er baut. Jedoch ist das so abgefahren, dass sich das irgendwie nicht mehr standardisierbar in irgendeiner Rede verpacken lässt. Das ist, müsste man... Das